Hey Leute, ich muss mich mal kurz entschuldigen, dass ich so lange kein Video gedreht habe. Aber es ging eben nicht anders, weil es mir gesundheitlich einfach nicht gut ging. Und daher habe ich jetzt auch eine Zeit lang gewartet. Aber es geht mir zwar immer noch nicht gut, aber ich dachte mal, ich mache heute und morgen jeweils zwei Videos für euch. Das war ein bisschen wieder, dass ihr wisst, dass ich noch da bin und nicht, wie erwartet, mit YouTube aufhöre. Das werde ich garantiert nicht tun. Eine Neuerung gibt es ab nächster Woche. Es kommen mittwochs und sonntags eigentlich Videos, aber weil ich heute und morgen Videos drehe, kommt die kommende Woche keins. Und ja. Ich danke euch erstmal, dass ihr auch, wo ich nicht da war, so lange ohne mich ausgehalten habt. Einige haben auch nachgefragt, ob ich wirklich mit YouTube aufhöre oder so. Aber das tue ich nicht. Und an dieser Stelle einen schönen Gruß an Philipp. Und ja, ich weiß auch gerade nicht, wo ich noch drüber reden soll. Jedenfalls, wie ihr wahrscheinlich merkt, ich bin ein bisschen ungeschminkt aus. Weil ich das Video jetzt in Eilverfahren drehe. Und ja. Und zur Info, ihr werdet wahrscheinlich öfter das noch sehen, wenn andere Videos kommen, dass am rechten Handgelenk etwas Schwarzes schimmert. Das ist nämlich das hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. So. Ja, ich habe mir vor circa über einer Woche Tattoo stechen lassen. Was aber schon lange anstand, aber ich nicht zeitlich nicht hingekriegt habe. Und daher habe ich es dann gemacht. Ja. So viel zu diesem Video. Ich hoffe, ihr teilt meinen Kanal weiterhin und kommt auch sehr gerne auf meine Facebook-Seite von Verändere die Welt. Gefällt mir drücken. Und hier nicht vergessen zu abonnieren. Und damit sage ich erstmal für heute Tschüss. Und morgen kommt ein halbe Stunde, Stunde Video. So circa. Aber das ist noch nicht klar, ob 17, 18. Kann auch natürlich sein, dass das erst 19 Uhr erscheint. Das kommt darauf an, wie schnell ich morgen mit dem Schneiden bin. Dieses Video werdet ihr jetzt im Anschluss wird im Anschluss hochgeladen und damit ja wisst ihr, dass ich bei YouTube nicht aussteige und weiterhin mache. Auch meine ernsten Themen werden weiterhin behandelt, so wie schon immer. Und ja, vielleicht gibt es auch noch Videos mit ein paar anderen Leuten wieder, welche schon letztes Jahr, vorletztes Jahr zwischendurch mal bei den Videos aufgetaucht sind. Vielleicht, wenn die sich melden sollten. Aber davon gehe ich bislang nicht wirklich aus. Also wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Feiert nicht so stark in den 1. Mai rein. Ich werde es garantiert nicht tun. Und ja, damit sage ich Tschüss und wir sehen uns dann morgen gegen Abend wieder. Und dann gibt es ein bisschen mehr zu erzählen. Viel Spaß!